Ja, hallo meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einer kompletten Zusammenfassung über den guten alten Totenbeschwörer oder auf Englisch, wie man ihn halt nennt, oder allgemein im üblichen Sinne den Nekromanzer. Und gestern kam schon ein kleines Video meinerseits mit dem Trailer und ich habe euch gesagt, beziehungsweise versprochen, es kommen noch mehr Infos dazu. Die habe ich jetzt und ich musste leider ein bisschen arbeiten, das heißt, die kommen jetzt erst, ein paar Stunden später. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir gucken hier mal rein, denn das klingt schon mal sehr, sehr geil. Wir werden im Anschluss, beziehungsweise zwischendurch, nochmal den deutschen Trailer dazu sehen. Aber ich möchte auch gerne noch ein bisschen meine persönliche Meinung dazu sagen, aber das machen wir alles danach. Ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal einen ganz kurzen Überblick. Dazu habe ich mir hier die offiziellen Patch Notes, beziehungsweise Patch Notes, offiziellen Beitrag, den offiziellen Post von Blizzard gekrallt. Und da steht nämlich eigentlich schon alles drin, was die meisten sich fragen. Und das möchte ich hier einmal mit euch besprechen, vorlesen. Ne? Also setzt euch ganz entspannt hin, macht die Kopfhörer laut. Und ich würde sagen, wir legen mal ein bisschen los. Ich lese das, wie gesagt, erstmal ganz kurz vor und dann sehen wir weiter. Die geheimnisumwitterten Priester von Ratma, im Volksmund auch Totenbeschwörer genannt, haben sich lange Zeit bedeckt gehalten. In den Tiefen der Dschungel von Kajistan verfeinern sie ihre Künste, um das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Mächten des Lebens und des Todes zu wahren. Jetzt ist Sanctuario auf ihre einzigartigen Kräfte angewiesen und die Priester von Ratma werden dem Ruf folgen. Ja, klingt schon mal so sehr, sehr geil. Und das klingt sogar fast meiner Meinung nach vielleicht nach einem neuen Akt, der damit zusammenhängt. Ja, warten wir mal ab. Wir kommen mal ganz kurz zum Trailer. Ist der deutsche, der ist, glaube ich, heute veröffentlicht worden. Und dann seht ihr hier, ich mache nochmal von vorne, ich habe mir den gerade schon mal angeguckt und bin mal ganz kurz weg. Der Tod hat unsere Welt verwüstet. Und das Gleichgewicht, das uns umgibt, wurde gestört. Wir fürchteten, dass dieser Tag kommen würde. Der Tag, an dem das Land zerstört ist. Und die Champions des Lichts ohnmächtig der Not gegenüberstehen. Aber ich bin nicht machtlos. Denn meine Kraft ist eine andere. Und eine neue Armee der Toten wird auf mein Geheiß auferstehen. Die das Gleichgewicht gefährden. Seid gewarnt. Ja, und das war's an sich auch schon vom Trailer. Moment. Ah, so, da haben wir's wieder. Und das Ganze, wie gesagt, jetzt mal auf Deutsch. Gestern habt ihr das nochmal auf Englisch gesehen, beziehungsweise den Original-Trailer. Und sehr, sehr fett gemacht, finde ich persönlich. Sehr schön animiert, wenn auch ein bisschen kurz. Man hat nicht so viel gesehen, aber man konnte schon erkennen, dass der Totenbeschwörer, wer damals noch nicht Diablo gezockt hat, es ist eine Klasse, die wirklich mit Leichen spielt. Ne? Sie geht über Leichen, wortwörtlich. Beschwört Skelette herauf, beziehungsweise nutzt halt Leichen, die rumliegen, lässt sie explodieren in kleinen, ekelhaften Organhaufen, würde ich es nennen. Und das klingt alles schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, leider hat man noch nicht so viel gesehen, aber da wird es natürlich nach und nach Neues geben, auch von mir. Also immer schön da bleiben, ne? Gehen wir mal ganz kurz weiter. Ihr habt bestimmt Fragen zu diesem bevorstehenden Paket für Diablo 3 Reaper of Souls. Es ist zwar noch nicht alles in Stein gemeißelt, doch ihr erhaltet ihr schon mal einmal alle bisherigen Informationen zu den Meistern der Toten. Also, Grundlagen. Was ist der Totenbeschwörer? Ich habe es gerade schon gesagt. Der Totenbeschwörer wird als nächste spielbare Klasse in Diablo 3 Reaper of Souls eingeführt. Als Meister der dunklen Künste bezieht ihr eure Magie direkt aus der Macht des Todes und befehligt mächtige Armeen unter untoter Krieger. Oh, und ihr könnt Leichen explodieren lassen. Es wird auf jeden Fall explodierende Leichen geben. Da haben wir hier nochmal so ein kleines Bild. Kann ich leider nicht größer machen, aber da sieht man jetzt hier die Kadaverexplosion. Hier seht ihr, es liegt hier ein Kadaver auf dem Boden. Na, jetzt seht ihr den Kadaver und bam, es ist halt eine schöne Massenexplosion. Finde ich sehr cool gemacht. Wer wird den Totenbeschwörer spielen können?
Es sind zwar noch abschließende Details zu klären, aber der Totenbeschwörer wird auf jeden Fall Teil von Die Rückkehr des Totenbeschwörers sein, so heißt das Paket offiziell. Es ist noch unklar, ob es ein Add-on sein wird oder halt nur an sich ein kleines Bundle, so nenne ich es mal, was man bezahlen muss. Fakt ist, es wird etwas kosten, die im Jahr 2017 erscheinen soll. Um auf diese Inhalte zugreifen zu können, werden sowohl Diablo 3 als auch die Erweiterung Reaper of Souls benötigt, beziehungsweise auf den Konsolen halt die Ultimate Evil Edition. Was erwartet uns in Die Rückkehr des Totenbeschwörers? Beziehungsweise Rise of the Necromancer heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ihr schaltet mit dem Totenbeschwörer nicht nur eine zusätzliche spielbare Klasse bzw. Charakter frei, ihr erhaltet darüber hinaus einen neuen Gefährten, zwei weitere Charakterplätze, zwei weitere Beutetruhenfächer für den PC, einen Porträtrahmen, eine Flagge, ein Banner und ein Bannersiegel. Das heißt, zwei neue Char-Slots, schon mal sehr, sehr wichtig, ne? Und was ich auch sehr geil finde, ist, dass wir mehr Platz für die Truhe bekommen. Zwei neue Truhenfächer ist ganz sinnig und eine sehr, sehr geile Sache. Es kommt noch was sehr, sehr Geiles, aber das wird es in einem separaten Video geben, wo ich sagen muss, Alter, WTF, warum habt ihr das schon vor 3 Jahren gemacht? Blizzard, warum? Naja, gut, okay. Wann wird der Totenbeschwörer zum Kauf erhältlich und im Spiel verfügbar sein? Das wird im Laufe des Jahres 2017 geschehen. Wir versorgen euch mit weiteren Details, wenn die Veröffentlichung näher rückt. Das klingt jetzt immer sehr weit dahin, ne? 2017, boah, Alter, wir haben gerade 2016. 2017, dein Ernst? Naja, gut, wir haben jetzt schon November, ne? Also 2017 nicht mehr so weit weg. Und ich persönlich denke auch, dass es so im März soweit sein wird. März, April, spätestens April wird es meiner Meinung nach soweit sein. Denn damals kam auch Reaper of Souls im März raus. Da war ich gerade in New York, wenn ich hier richtig... Ja, genau, da war ich in New York, konnte gar nicht zocken. Naja, aber ich denke mal, es wird auch wieder dieses Jahr bzw. nächstes Jahr auf März hinauslaufen. Wie teuer wird das Paket sein? Auch hier, wir können im Moment noch keine Auskünfte zum Preis geben. Haltet die Augen offen. Ich vermute mal nicht, dass es 40 Euro sein werden, wie bei Reaper of Souls, sondern ich vermute mal so um die 15 bis 20 Euro. Denn es ist kein komplettes Add-on. Es gibt jetzt nicht so viel neuen Content. Es ist, wie gesagt, nur eine neue Klasse. Ein paar neue Features, die kommen mit einem normalen Patch. Das heißt, die werden für alle da sein. Dementsprechend, es wird keine 40 Euro oder Dollar kosten. Das wird nämlich schon viel, viel rumgeheult. $40, das, nein, das ist nicht wert. Ich kann mir das nicht leisten. Ich bin ein armer Schüler. Nein, so teuer wird es nicht, so teuer wird es nicht sein und nicht werden. Gehe ich ganz fest von aus. So, wird der Totenbeschwörer in allen Regionen verfügbar sein? Doofe Frage, aber Blizzard muss sie natürlich stellen, ne? Der Totenbeschwörer wird in allen Regionen verfügbar sein, in denen Diablo 3 Reaper of Souls oder Diablo 3 Ultimate Evil Edition derzeit unterstützt werden. Auch da neue, genaue Informationen bekommen wir später. Jetzt aber allgemein, wer ist der Totenbeschwörer? Frage, ist das derselbe Totenbeschwörer wie in Diablo 2 oder Xul aus Heroes of the Storm? Nein, es wird zwei neue spielbare Netherland-Helden geben, ein Totenbeschwörer und eine Totenbeschwörerin, ne? Geht eigentlich total gar nicht auf die Frage ein, die sie gestellt haben, aber okay. schön, okay. Wo ist die Totenbeschwörerin? Da sehen wir sie hier schon. Da ist sie, die nette Dame. Kann ich es größer machen? Ja, ein bisschen sieht man. Ja, nee, ist kleiner als das Bild, was eigentlich da verlinkt ist. Naja, gut, okay. Die Totenbeschwörerklasse befindet sich noch immer in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Wir arbeiten hart an der gesamten Klasse, doch das weibliche Charaktermodell ist einfach noch nicht weit genug entwickelt, um es euch vorzustellen. Hier seht ihr aber immerhin ein paar großartige Konzeptzeichnungen. Und man sieht da schon... Die Realität der Charaktere ist sehr nah an den Konzeptzeichnungen dran. Ich vermute allerdings nicht, dass die Dame blond sein wird, sondern wird was anderes kommen. Was unterscheidet den Totenbeschwörer vom Hexendoktor? Und das ist nämlich das große Argument, was viele immer gesagt haben, bevor es offiziell war, dass der Necro kommt. Warum läuft keine Musik, verdammt? So, bitteschön. Wann der Necro kommt, beziehungsweise ob der Necro kommt, viele haben immer gesagt, das ist doch der WD-Kraxel, ne? Also Blizzard hat quasi den Necromancer, den Totenbeschwörer rausgenommen, dafür den WD reingepfeffert. Also ist kein Platz mehr für einen Necro. Lesen wir mal durch. Zwischen dem Totenbeschwörer und dem Hexendoktor gibt es große Unterschiede in der Thematik und in der Spielweise. Hexendoktoren beziehen ihre Magie aus ihrer spirituellen Verbindung mit einem Reich, das von ihnen das ungeformte Land genannt wird. Diese eher unbeschwerte Nutzung übernatürlicher Kräfte ermöglicht es ihnen, das krabbelige Tier des Dschungels zu kontrollieren und zeitlose Zombie-Diener zu beschwören. Ne? Das ist der WD. Beim Totenbeschwörer hingegen wird sich düsterer spielen und ihre Umwelt besser kontrollieren können. Ihre Spielweise konzentriert sich auf die rohen Bausteine des Lebens, Blut und Knochen. Da ihre grundlegende Herangehensweise an Leben und Tod philosophischer und pragmatischer Natur ist, sind sie eher als meisterliche Dirigenten der dunkelsten Künste zu betrachten.
In der Ausübung ihrer Praktiken sind sie todernst und wahre Meister der Flüche und der Wiedererweckung. Und das habe ich nämlich schon gesagt im letzten Stream. Es wäre doch mal richtig geil, wenn es eine Klasse geben würde, die vielleicht auch mal Charaktere wiederbelebt. Und da könnte man doch beim Necro vielleicht so ein bisschen Supporter-Charakter mit reinbringen. Passt nicht ganz zum Necro, aber ich meine, er ist der König der Leichen. Der sollte doch auch mal so einen Mitspieler wiederbeleben können. Vielleicht kommt ja da was. Wäre sehr, sehr geil. So, ja. Der Wiedererweckung und ihre Diener fügen sich ihrem Willen bedingungslos. Welche Arten von Fertigkeiten und Fähigkeiten werden die Totenbeschwörer beherrschen? Der Totenbeschwörer in Diablo 3 ist eine Neuinterpretation der klassischen Diablo 2-Klasse. Wir werden zwar nicht alle Klassenfertigkeiten aus Diablo 2 übernehmen, aber wir haben uns stark von dieser früheren Version inspirieren lassen und hoffen, dass ihr den Totenbeschwörer in Diablo 3 lieben werdet. Zusätzlich zu oben dargestellten Kadaverexplosionen sind hier ein paar weitere geplante Fähigkeiten des Totenbeschwörers. Wie gesagt, geplant und tatsächlich ist ein Riesenfenster. Wenn ihr mal Diablo 3 Vanilla Trailer anschaut, den Trailer, ihr werdet das Spiel, wie es jetzt ist, nicht wiedererkennen. Der Trailer damals ist schon enorm anders. Da haben wir hier den Knochenspeer, hier oben, so. Sieht immer ganz cool, ist halt, ja, geht halt durch Gegner durch. Dann haben wir hier Sif vom Blatt. Das heißt, er entzieht das Leben, würde ich sagen. Ja, sieht so aus. Blutrausch. Macht was? Ah, okay, ist halt sowas, Teleportation, so sieht zumindest aus. Dann haben wir noch Skelette beleben, ganz klar, Skelette, die an unserer Seite kämpfen. Ich glaube, da wird auch das eine Amulett, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist das Varlox? Ja, ich weiß nicht genau, werden wir wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall kommen da auch noch ein paar Skelette dazu, ich glaube, das wird schon eine sehr, sehr geile Sache. Wird der Totenbeschwörer Setgegenstände und klassisch-spezifische legendäre Gegenstände erhalten? Ja, yeah. Wir planen ein komplettes Set an normalen und legendären Gegenständen für den Totenbeschwörer. Einschließlich der klassenspezifischen Sense in der Haupthand. Zusätzliche Informationen, bla bla bla, zum späteren Zeitpunkt. So, die Toten erwarten eure Befehle. Der Totenbeschwörer wird Diablo 3 im Jahr 2017 bereichern und wir werden euch mit weiteren Details versorgen, sobald wir sie haben. Und dann kommen natürlich ein paar blablablub Fragen auf und ja, das ist aber jetzt nicht so das, was uns interessiert. Denn jetzt kommt das, was euch interessiert oder was mich persönlich interessiert. Was interessiert euch? Ne? Super, perfekte Überleitung, oder? Necro, ich weiß, viele sagen, Alter, das tut Diablo nicht gut. Eine neue Klasse, Diablo ist schon quasi selbst eine Leiche. Auch der Totenbeschwörer wird es jetzt nicht wieder rausholen können. Wie seht ihr das? Ich persönlich muss sagen, es kommt eine neue Klasse. Mehr Stash, klar, das ist so das, was halt so ein Charakter mit sich bringt. Aber was geil ist, es kommt auch neuer Content. Wo ich allerdings in einem separaten Video drauf zurückkommen möchte, denn ich will das Video hier nicht sprengen. Aber es kommen noch ein paar Features mit, die nächste Woche schon auf dem PTR Online sein werden. Und ich freue mich extrem drauf. Also, ja, wie seht ihr das? Hättet ihr euch lieber über Druiden gefreut oder sagt ihr, okay, Necromancer ist ein guter Anfang? Vielleicht kommt noch mehr. Ist eine Klasse, die ich auf jeden Fall spielen werde. Und was ich viel wichtiger finde, was ich persönlich viel wichtiger finde, kommt ihr wegen der Necromancer zurück zu Diablo, wenn ihr aufgehört habt? Schreibt es in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein dickes Like und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute!